Andrea GB Basile. Giovan Battista Basile. I guess I do the exile account, so I better Wenn man jetzt einen Kontakt herstellt, einen physischen, nämlich der, dass man dem dann unter Umständen nicht gerecht wird. Ich bin hier in Palermo auf der Manifesta 12 und habe die letzten Tage damit verbracht, mit einer Schablone die Pyramide in Weiß und in Schwarz zusammen mit dem Claim A Burial of the White Man hier in Palermo zu sprühen und hier in der Gruppenausstellung im Krizi Plus zeige ich das Bekennerschreiben aus dem Buch. Darüber hinaus das Pyramidion und die Fahne, die auch schon auf dem kleinen Gleichberg zum Einsatz gekommen ist. Und in Anbetracht der eher schwierigen Anreisesituation und dem nicht stattfindenden Kunsttransport musste ich alle Mittel, die hier zum Einsatz kommen sollten, in meinem Gepäck mitnehmen. Deswegen das alles in einer sehr reduzierten Form, aber eben mit so einer konzentrierten Aktion, die hoffentlich noch Bestand hat über meine Abreise hinaus. Also die Graffiti können eventuell noch eine längere Haltbarzeit haben. Bei der hohen Graffiti-Dichte hier in der Stadt könnte man davon ausgehen, dass die noch sehr lange über die Manifeste hinaus sichtbar sind und vielleicht findet mal jemand eins, fotografiert und schickt mir ein Bild zu. Oder ich selbst komme noch mal irgendwann nach Palermo zurück und schaue mal, was aus den Graffiti geworden ist. Ja. Palermo, Manifesta 12. Danke. And the whole premise of the book is the idea that what if I didn't choose to plant the potato? We were very famous for hosting parties, so this was the context we were working in. However, in a newly refurbished space, which had been kind of turned into a white cube. Oftmals ist es aber auch so, dass bei solchen Ausstellungen man so das Gefühl hat, dass die Resonanz irgendwie überschaubar ist bzw. gar nicht stattfindet. Und im Nachhinein gibt es dann oft Situationen, wo dann doch irgendwer das als solches wahrgenommen hat und sich dafür interessiert hat. Mehr als die Spuren hier zu legen, kann ich auch nicht machen. Wenn die Spur jemand aufnimmt, dann kann ich darüber dankbar sein. Aber mehr ist hier einfach gar nicht möglich und mehr gibt der Rahmen auch gar nicht her. Oh, hello. Oh, ciao. You are artist. Now tell me something about your experience here. Yeah, it's great. I met Antonino. He lives right here next door. And I'm getting electricity from his place. So the fridge can actually work and the washing machine is doing. In the moment we're washing his t-shirt he was wearing yesterday. That's it. And we already took out the water. And we're actually freezing it in this form now to an ice sculpture. That's what we're doing.
And Tony is like my assistant. We work together. We're doing this project together. Whose artwork is this? And this is Tony's rabbit, but he's trying to get rid of it. He wants to sell it. So we're trying to sell this rabbit as well now. For €5. But I really like how he positioned the salad inside. Yeah, it's great, huh? Who is he talking with all the time? Mit dem 10-Euro-Schein. Die wollt ihr auch Land? Wir waren schon. Wir müssen jetzt die ganzen Kuratoren treffen, weißt du? Wir sitzen am Nachbartisch. Hi. Yeah, everything is good. Sure.